So, Freunde, schlechte Freunde. Wollt ihr den Podcast hören und uns unterstützen? Vielen Dank dafür. Viele neue Mitglieder auf Steady. Beste Art für Support im Moment. Links in der Beschreibung. Klickt, folgt, supportet. Vielen Dank dafür. Das nebenbei Werbung in eigener Sache wieder. Und ich habe mir. Wir haben ja gepennt. Dann war ich nur kurz in meinem Rucksack und habe Feuer 3D gedruckte Pfeile hergestellt. Ich wollte Molotows eigentlich herstellen, aber ich gesehen, ich habe ja Feuer gedruckte Pfeile. Jetzt habe ich ein paar hergestellt. 12. Und ja, mal sehen, wie die so sehen. Aber weil ich es kann. Ja, mal sehen. Und jetzt wollen wir uns hier umsehen. Und hier ist noch irgendwas anderes, Leckeres. Wie zum Beispiel eine Notiz. Satellitenfernsehen. Nice. Okay, hier ist leider nichts. Das wollen wir nicht verköstigen. Hier ist wieder Erz. Taschen, die ich gar nicht aufheben kann. Was? Eine Leiche im Schrank. Okay. Wo ist Dracula? Das hier ist anscheinend nie. Oh, Moment, hier sind noch Militärzelte. Na gut, es sind keine Militär, aber doch noch ein paar Zelte. Mann, ich drück. Warum drücke ich nicht die? Ich werde sie nie. Ich brauche gerade einmal. Nicht konditioniert hier, direkt ins Inventar zu gehen. Was ist? Niemand regt sich auf. Was ist? Ich reg mich auf. Ja gut. Ein bisschen mehr geheime Geheimnisse hätte ich mir schon gewünscht. Aber wie es halt so ist. Der Eingang ist weiter unten, ja. Oder so. Gut, wir haben vorhin die Pistol-Munition verbraucht, was weniger prickelnd ist, aber. Oh, ah, da, 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 da. Da, 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 da. Da sind wir daheim. Home sweet, das ist nicht mein Zuhause. Es werde Licht. Okay, wie war's diesmal mit einer Mickey Maus? Oh, ich brauche kein Seil. Loser! Und wir müssen schon wieder schwimmen, sehe ich das richtig? Nein, müssen wir nicht. Wir kommen hier. Das ist gar nichts, das ist Wasser. Welches tropft? Moment. Hier geht's ja gar nicht weiter. Hier sind eine Menge Knochen. Moment, ich komme hierher. Wo ist der Weg? Was? Was sehe ich nicht? Wo, 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 wo? Hä? Ich muss doch hier. Es kann ja nicht sein, dass hier nichts ist. Oh, sag nicht, ich finde jetzt nicht hier. Ich sehe es nicht. Kann es sein, dass hier diese Höhle aber auch nichts ist? Also ich meine, ist das aber nur ein Knochenlager? Und eine Knochen, die ich nehmen kann? Vielleicht ist hier wirklich nichts. Wäre es natürlich unangenehm, wenn ich einfach den komischen kleinen Gang oder irgendwas, wo ich mich durchquetsche, nicht sehe. Aber ich sehe es nicht. Da geht es definitiv nicht. Und okay, ich sehe es nicht. Das könnte unangenehm werden. Hier tropft es nur. Hier hinten. Ist irgendwo noch drauf? Hoch, höher, nix.
Na gut, vielleicht ist es aber, vielleicht wurde hier einfach nur. Hm. Oh, das wäre jetzt. Ich hab ein schlechtes Gefühl. Oh mein Gott, ich sehe nämlich die Kommentare durchdrehen, weil ich das nicht sehe. Und dann gehe ich zurück und die sagen, wow, du hättest hier rein müssen und hier ist der beste Loot und das ist ganz wichtig. Da war doch dieser eine kleine Spalt. Nur einmal links abbiegen. Okay, das ist ungut. Aber ich sehe es nicht. Das ist... Das verwirrt mich jetzt. Das verwirrt mich... Was ist das? Ja gut, in der einen Höhle war aber auch nix, ne? Bei dem Schneegebiet. Also mit nix, ich meine, es war halt... Ne? Nun gut, dann schauen wir zu der nächsten Höhle. Vielleicht ist es einfach nur der Abfalleimer für die Kannibalen. Mülleimerhöhle. Die Knochen. Hoffentlich. Bete ich. Dann gehen wir hier weiter entlang und das führt uns... Okay. So weit. So gut. Also war das so gut, ne? Hübsch. Wenn nicht der ganze Leichengestank in den Wäldern kleben würde. Ich meine, wenigstens hauen sie es in die Höhle. Das ist ja schon mal was. Gut, das sind Knochen, aber... Dieser leichte Verwesungsgeruch in den Wäldern ist halt. Oh, hier ist eigentlich nicht. Doch nicht das schaulichste Fleckchen. Also da habe ich schon bessere entdeckt. Zelte. Erstmal. Ah! Okay. Okay, weißt du was? Oh! Hey, Lüdi! Nein! Du bist ja ganz Feuer und Flamme! Oh nein! Ich hab sie erwischt. Ist sie tot? Ist sie tot? Warum? Du brennst! Okay, ich wollte gerade meinen Sprengfall. Okay, weißt du was? Jetzt kommt er mit der Technik. So sieht es nämlich aus. Lüdi! Lüdi! Ich will den Feuerpfeil ausprobieren. Ja, ich weiß, ich könnte dir eine Waffe geben, aber sie ist ja nie da. Ach, jetzt haut er ab. Ach, jetzt haut er ab. Lüdi. Burn. Moment. Ich Trottel muss das anzünden. Nein. Ich dachte, es brennt automatisch. L. Gedrückt halten. Ich bin ein Depp. Komm her. Lüdi, bring dich in Sicherheit. Dir eine Waffe geben können. What the fuck? Ich dachte... Oh, du hast mir so viel abgezogen. Ah, er brennt. In meine Rüstung. Das Ding ist, ja, wenn ich ihr eine Waffe gebe und sie hat unendlich Moon und so weiter. Aber sie ist ja nie da.
dann haut sie ab mit meiner Pumpy. Ich weiß ja nicht, die bleibt ja nicht bei mir. Und in Höhlen habe ich sie sowieso noch nie gesehen. Also gebe ich ihr einen Scheißdreck. So sieht es nämlich aus. Jetzt habe ich sie auch noch einmal gepiekst. Das ist natürlich auch nicht gut. Oh, jetzt ist sie wahrscheinlich auch noch auf mich sauer. Du hast mich angegriffen. Es war, ich wollte dich retten. Es war verteidigen. Wollte ich dich. Das werde ich dir nie verzeihen. Kann ich mir wieder was anhören? Die einzige Frau auf der Insel und es gibt trotzdem nur Stress. Ich wollte die Champagner. Money! Das ist erstmal das Wichtigste. Plane Suppi, das ist gut. Moment, das ist ja richtig enttäuschend hier. Das ist das bescheidenste Lager, was ich entdeckt habe. Was ist denn das für ein Müll? Wo sind meine Bazookas? Munition? Oh mein Gott. Eine Uhr, Gott sei Dank. Der Uhrenhändler. Hast du gesehen, was ich mit deinen Freunden gemacht habe? What the fuck? Keine Munition mehr? Oh Gott, der ist ausgewichen. Ich brenne. Ach so. Oh nein. Tja. Keine Munition mehr, aber wir gehen dann gleich in die Höhle. Finde ich ja super. Nicht. Ganz und gar nicht. Meine Rüstung ist auch weg. Na, ist ja super. Das Leben ist echt toll. Nicht. Völlig ohne irgendwas. Moment, wo ist denn hier? Och nein, ist das so ein Ding, wo man hier rauskommt eigentlich? Habt ihr einen Eingang? Ja, hier. Geht's aber ganz schön weit runter. Okay, sind wir bald da? Meine Hände brennen. Ach, diese Fledermäuse, ich schwöre dir. Irgendwann bringe ich jede einzelne um. Hier ist ein Weg und hier ist ein Weg. Ach, nö, aber hier ist ein Dienstweg. Ja, ja. Das heißt, wir müssen hier noch. Bei 3 Schuss, ha? Na gut, Pumpy ist noch ein bisschen, aber viele dürfen wir nicht sein, okay? Erstmal essen. Denken. Okay.
mir was Gutes. Eine Ritterrüstung. Und eine Laserpistole. Ist das zu viel verlangt? Wäre aber auch eine gute Mischung. Muss ich sagen. Wäre eine gute Mischung. Gut. Wie zum Beispiel Munition. Mir geht, wahrscheinlich schieße ich jetzt gleich ein, zwei Mal und wundere mich, warum kann... Ach nee, wohin denn? Oh, Was sind diese Bretter überhaupt? Das würde das Dracula zurückhalten. Super. Oh nein, vier Holzbretter. Dagegen bin ich machtlos. Ich bin ein Supermutant. Oh nein, jemand hat morsche Bretter in den Weg gelegt. Meine Achillesferse. Okay, wie dem auch sei. Echt bereit, nicht zu sterben. Wo habe ich gespart? Also da oben. Okay. Bevor wir... Die eine Höhle war ja nur Knochen und dann bin ich hier rein und hier war bis jetzt auch nur nichts, ne? Gott, hier ein Rezept für irgendwas. Was ich nie verwenden werde. Aber... Bereit für mein Loot. Ne Power-Tech-Rüstung. Nicht gut, dass es immer weiter runter geht, muss ich jetzt einmal ehrlich sagen. Tiefer ist ist ein ungutes Gefühl, tiefer rein. Hier sind wieder diese Strukturen. Okay, vielleicht bin ich jetzt hier mein Raumschiff und fliege einfach davon. Auf einem anderen Planeten, wo lauter Lydias sind. Nicht reden und... Was ist das? Noch ein geheimes Geheimteil. Mhm. Jetzt habe ich zwei geheime Geheimteile. Ich wollte es nicht in die Hand nehmen. Ich wollte... Nicht sicher, was ich will. Kann es auch nicht hinlegen. Irgendwo zwei von... Es ist hier was ganz Besonderes. Na gut. Okay, gut. Ich meine, gut. Wir haben was gefunden. Das ist gut, richtig? Also, ich würde sagen, totally erfolgreich, das Ganze hier. Komme ich hier wieder raus? Entschuldigung. Ich würde jetzt gerne nach Hause wieder. Das sind sicher drei. Vier.
Wo ist der geheime Geheimgang? In die Freiheit. Ich gehe ja nicht den ganzen Weg hier zurück. Was ist denn? Oder schwimmt zurück. Habe ich das wieder übersehen? Ach, die Einrasttaste! Werde ich die jemals ausschalten? Nein, natürlich nicht. Nachher habe ich es wieder vergessen. Wir hätten hier ruhig hier weiter bohren können und dann zack, zack, nach Hause. Dann noch mit dem Lift, das wäre auch nett gewesen. Ich meine, ich habe das Teil Oh nein, es geht hier noch weiter. Deswegen konnte man hier rutschen. Das war die geheime Geheimabkürzung. Hier keine Viecher sind, muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen, nicht weil ich Angst hätte. Entschuldigung. Moment. Seil in die Freiheit. Geheimes Geheimnis. Wir überstehen das Ganze. I was wild. First I was afraid. I was petrified. Und dann der Text, ich weiß nicht genau, wie der wohl weitergeht. Und hier hängen zwei. But I will survive. Hey, hey. Hey, hey. Gehe ich gerade hier im Kreis herum? Doch, das ist ganz da. Ich gehe in der Höhle und ich weiß nicht, wo ich bin. Gehe ich jetzt im Kreis oder sehe ich hier keinen Sinn? Hab ich tausend Sachen übersehen? Ist mir wurscht. Ich habe jetzt das eine Ding hier. Und das ist mal wichtig. Ich weiß nicht wofür, aber es war es verdammt wichtig. Verdammt nochmal. Wichtiger geht's gar nicht mehr. Und dann ist es irgendein extra geheimes Geheimnis und den letzten Teil werde ich nie finden. Aber wenn mich jemand in der Bar fragt,
Was hast du so gemacht? Also, ihr wisst ja, das übliche Szenario. Er sitzt an der Bar, trinkt einen Schluck Whisky, raucht eine Zigarre und plötzlich kommt eine junge, attraktive Frau in einem Kleid auf euch zu, wirft die Haare zurück und sagt, hey, hast du bei Sons of the Forest diese komischen Teile alle gefunden? Und ich werde einen Schluck nehmen. Genüsslich. Und dann werde ich zu ihr hochsehen, weil ich sitze. Und außerdem hat sie sehr hohe Stöckelschuhe an. Ich werde den Geruch einatmen. Ihr Parfüm. Ihre Augen strahlen mich an. Voller Leben, Lust, Leidenschaft. Neugierde, Intelligenz. Auch. Wenn ich sage, zwei von, ich weiß nicht wie viel. Und sie sagt, wir sollten sie gemeinsam vielleicht nochmal holen. Und dann setzt sie sich zu mir, nimmt meine Hand, wo meine Zigarre ist, nuckelt dran, also sie zieht an der Zigarre, zwinkert mir zu. The End! Danke fürs Zusehen! Macht's gut!